Senhoras e senhores, pedimos que permaneçam sentados durante a partida. Agradecemos sua cooperação. Senhoras e senhores, pedimos que todos bebam com responsabilidade. O espectador que estiver embriagado ou se comportar de forma inadequada será removido. Agradecemos sua atenção. Ja, der Aufstieg, der ist bereits unter Dach und Fach. Der ganze Druck der Saison ist von Ihnen abgefallen. Sie können jetzt komplett befreit aufspielen und sich schon einmal auf Ihre neuen großen Aufgaben freuen. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Mbappé! Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Diesen Phil Foden sehe ich richtig gerne spielen. Der Junge überzeugt in allen Bereichen. Er hat einen guten Torriecher und einen tollen Überblick, ist schnell auf den Füßen und er scheut sich nicht, defensive Aufgaben für die Mannschaft zu übernehmen. Am gefährlichsten ist er meiner Meinung nach, wenn er über die rechte Seite kommt. Okay, ich werde dir nicht widersprechen. Tolles Gegenpressing. Foden. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Hier ist Foden. Klasse Ball. Mbappé! Meine Güte, war die wichtig, diese Rettungstat. Ich glaube, so manche hatte den Ball schon im Tor gesehen. Es geht über links. Ein guter Ball und sie sind durch. Ein feiner Pass. Er hat ihn mit Foden. Tor für Chapecoense. Und damit geht Chapecoense in Führung. Ein Komplettpaket. Leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Camisa 5. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0.
Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Die Marco mit der Hereingabe. So jagt man heute den Ball. Freistoß Inter Mailand. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Ab auf die linke Seite. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Mbappé! Überragende Aktion. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Haaland. Bruno Fernandes. Osimhen ist abseits. Und gleich wieder stibitzt die Kugel. Mohamed Salah. Jetzt die Spielverlagerung. Alexander Zinchenko. Das Highlight dieser Partie war bis jetzt das Eigentor. Und hier steht's 1:0. Okay, das sieht vielversprechend aus. Er entscheidet sich dafür, erstmal... Ordentliche Chance! Das ist ein Vorwärtsspiel auf allerhöchstem Niveau. Bruno Fernandes hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Das gibt Einwurf. Ja, das Ding hat er gerochen. Kunde. Ein hochinteressanter Ball. Sauber getimter Pass. Tolle Chance! Drin das Ding! Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Und damit steht fest, Doppelpacker. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig unter Zugzwang. Und das andere Team, das kann jetzt den Vorsprung fast genüsslich noch ausbauen. Bruno Fernandes. Son Heung-min. Heung-min Son, der perfekte Kopfball. Ja, klare Geschichte, das gibt Abschluss. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Marquinhos. Tomiyasu. Hier ist Foden. Mbappé. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Hat viel Grün vor der Nase und bietet sich gut an. Eigentlich eine ganz gute Aktion von ihm, aber diesmal fehlte eben das Durchsetzungsvermögen. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht.
Ein Alleingang. Di Marco. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Hier ist Foden. Und raus, nach rechts. Ein schwacher Pass. Der Unparteiische bitte zur Pause. Hat die erste Hälfte das gehalten, was auch du erwartet hast? Sie führen mit 2:0 und ich bin gespannt, wie sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen oder langsam und sicher diese zwei Tore über die Zeit bringen. Das war's aus Durchgang Nummer 1, 2:0 der Zwischenstand. Substituição em andamento. Alles ist wieder bereit. Molina. Und jetzt Lobotka. Das ist Bruno Fernandes. Spielverlagerung auf die linke Seite. Lobotka. Bruno Fernandes. Ist auf dem besten Wege hier zu einem Hattrick. Was würde er nicht alles... Ja, das muss man schon abpfeifen. Marquinhos. Di Marco. Foden. Der bislang bereits zweimal getroffen hat. Mohamed Salah. Und die Kontergelegenheit. Mohamed Salah. Und die Flanke von Salah. Erstmal raus damit. Mohamed Salah kann ihn machen. Das ist die Flanke von Molina. Füllt. Tempo Gegenstoß. Der sieht gut aus. Er hat sie da. Und sie setzen noch eins drauf. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Son Heung-min ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Substituição em campo. Camisa 8. Es ist Zeit für neue Energie. Damit also steht es 3:0. Camisa 24. Molina. Substituição.
Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Kunde. Sagen wir es mal so, wenn die ersten Minuten der zweiten Halbzeit die Minuten der Weichenstellung sind, dann haben die zweifellos jetzt die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Lieber zurück zum Goalie. Tomiyasu. Marquinhos. Di Marco. Und jetzt Son Heung-min. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Lobotka. Mohamed Salah. Die lassen überhaupt keine Räume zu. Abgefangen. Gut gemacht. Di Marco. Mbappé. Eben ja schon Assistgeber. Di Marco. Son Heung-min. Ein fantastisches Tackling. Chopekuense ist der. Da guckt er ganz genau. Na, da wird er ein bisschen enttäuscht sein. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen.